Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch eine Aktion vorstellen von Kylie Bertucci, die Stamping Up Demo aus Australien. Und sie hat eine Aktion ins Leben gerufen, sage ich einfach mal. Die heißt Love It, Chop It. Also liebe es, zerschneide es. Es geht darum, dass wir ja unser Lieblingsdesignerpapier immer horten und nicht kaputt machen. Das geht mir natürlich auch so. Aktuell hiermit. Sternenhimmel. Ja, leider ist es so. Ich habe mit diesem Papier noch nicht, also dieses ist noch ganz komplett geschlossen. Aber es fliegt aus dem Jahreskatalog raus. So dass ich mir was überlegen muss. Und dank einer befreundeten Demo, mit der ich im Moment ganz großen Kontakt habe, sie hat mir den Tipp gegeben, ich sollte mich doch mal bei Kylie umgucken. Das habe ich getan und habe mir diese Aktion angeschaut. Ich verlinke euch das Video in der Infobox und zeige euch, wie das funktioniert. Sie hat das einmal für metrische Einheit gemacht und einmal für Inch. Ich habe mich selbstverständlich für die metrische Einheit entschieden, weil wir ja auch Karten basteln. Und was ich total schön finde, ist, es gibt noch eine andere Demo. Die kommt aus den United Kingdoms. Die hat eine Hülle gebastelt, sodass man also dieses fertig gelofft und gechoppte in solch einer Hülle unterbringen kann. Und das einfach aus aufbewahren kann. Entschuldigung. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe das hier nochmal ausgedruckt. Hier kann man nämlich auch sehen, Stampress Sarah. Die hat auch zum Beispiel für Dimensionals, die muss dann in eine große durchsichtige Box, also die für die Wood Stamps, falls ihr die kennt, gibt es im Stamping Up Katalog. Kann man sich das also bei ihr in ihrem Online-Shop kostenlos kaufen und einfach ausdrucken, so wie hier, ausschneiden und dann passt das in eine Hülle. Diese hier passen in die kleinen DVD-Hüllen, die wir haben. Hier steht auch nochmal drauf, welches koordinierende Papier drin ist. Allerdings auf Englisch. Schauen wir mal, vielleicht gibt es das ja auch demnächst mal auf Deutsch. Mal gucken. Genau, das finde ich aber echt eine tolle Idee. Zugrunde liegt Love It, Chop It. Und Love It, Chop It heißt, wir schneiden unser Designerpapier kaputt. Ich zeige euch erst, wie man es kaputt schneidet. Ich habe hier mal das nächste rausgesucht. Ich würde die bunte Seite nehmen oder beziehungsweise die gepunktete Seite nehmen. Und dann dürft ihr eine Schneidmöglichkeit eurer Wahl nutzen. Und wir schneiden einfach ganz beherzt so bei 10 cm. Ach, ist das ein tolles Gefühl. Und dann nochmal bei 10 cm. Und noch ein drittes Mal bei 10 cm. Na, so. Dann haben wir so ein kleines Stückchen raus. Das sollt ihr aber nicht wegschmeißen. Dann zeige ich euch gleich auch noch was mit. Und dann nehmen wir unsere Streifen und schneiden bei 14,4. Unsere Grundkarten sind ja in der Regel 10,5 mal 14,85. Das ist die Hälfte eines A4. Und so kann man mit diesen 14,4 nämlich einfach auch tolle Aufleger bauen. Und hier bleibt noch ein kleines Stückchen über. Es gibt auch ein Video für Inch,
Da setzt das Ganze auf 4 mal 6 Inch. Da bleiben auch ein paar Reste, mit denen man hinterher kleine Fähnchen oder unterlegte Banner oder so machen kann. Aber 4 mal 6 ist für mich ein unpraktisches Format, weil ich oft dann noch dran muss. Diese hier sind einfach fertig. Ich zeige euch das sofort. Wir machen nur eben hier noch den letzten Schnitt. Ich hoffe, ihr könnt das wenigstens einigermaßen sehen. Also so, wir haben jetzt 6 gleich große Kartenaufleger. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so, das sind ja 14,85. Ihr habt schon wieder nur die Hälfte gesehen. Ich weiß, es tut mir leid. So, Walzen bei 10,5 kennt ihr, glaube ich, ja auch schon. Das legen wir zur Seite. So, und jetzt können wir einfach dies hier schon mal darunter legen. Das passt immer. Und das finde ich total gut. Jetzt könnte man die Karte natürlich auch hier über die kurze Seite klappen. Das ist euch überlassen. Ich mag es lieber, wenn Karten sich so öffnen lassen. Aber das darf ja jeder auch für sich selbst entscheiden. Auch quer funktioniert ja. Und das ist ja das überwiegende Maß einer Karte, die wir basteln. Love It, Chop It ist natürlich nur für Kartenbastler geeignet, denn eine Verpackung kriegt ihr daraus nicht mehr gebastelt. Was ihr machen könnt, ist, dass ihr die Hälfte des DSPs erstmal klein schneidet, wenn ihr auch Verpackungen bastelt und die andere Hälfte für die Verpackungen zur Seite legt. Aber so hat man dann eben auch ruckzuck mal 6 Kartenunterlagen fertig. Könnt ihr noch was Weißes drauf, wie auch immer, schon Karte fertig. Das finde ich irgendwie echt nett. Und darum wollte ich euch gerne Love It, Chop It vorstellen. Also ganz beherzt Karte klein schneiden. Das Designerpapier klein schneiden, Entschuldigung. Genau. So, und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, was wir mit dem Rest machen hier. Auch hier kann man ja in irgendeiner Form sie mitverarbeiten, weil sie haben eben auch diese Größe wie unsere normalen und Hintergründe, also der normale Layer. Und auch für diesen Streifen hier schlägt Kylie was Schönes vor. Das zeige ich euch auch ganz schnell. Wenn wir nämlich jetzt nochmal das Schneidbrett unserer Wahl benutzen. Und das auch noch bei 14,4 schneiden. Dann haben wir hinterher, kann ich euch nämlich auch den Verschnitt zeigen, der dabei überbleibt. So. Das ist dann genau dieser hier. Das ist der Verschnitt, der überbleibt von dem Love It, Chop It. Das könntet ihr vielleicht noch benutzen, das könnte dann vielleicht auch in den Müll. Und diese beiden dünnen Streifen, na, diese hier, da schlägt sie vor, das könnte man zum Beispiel, das machen wir auch nochmal eben, hier ist noch zufällig gerade weißes Papier. Ich lege das mal hier oben hin. So, 14,4 mal 10. Und was ich euch dann auch gleich noch zeigen möchte, ist, die nächste Lage ist dann 3 mm weniger. Von den 14,4, also haben wir dann 14,1. Ihr müsst euch unbedingt mal das anderthalbstündige Video von Kylie anschauen, auch wenn ihr kein Englisch könnt. Ihr werdet wahrscheinlich schon alleine angesteckt dadurch,
dass sie so strahlt. Ich mag sie echt gerne. So. Also, dieses hier könnte jetzt der Layer für innen sein. Und dann könnte man mit diesen Streifen hier, weil die hier innen ja auch passen, einfach noch innen mal dekorieren. So festkleben. Und dann hat auch innen eine kleine Deko bekommen, was ich echt eine schöne Idee finde. Ich mag das gerne leiden. Und hier könnte man zum Beispiel schon gleich im nächsten Layer, naja, es ist jetzt ein bisschen schmal, sieht man nicht mehr viel von den Punkten, aber so ist ihre Idee einfach. Da könnte man schon drauf rumstempeln. Natürlich kann man dies auch wieder kleiner machen oder einfach hier ein Framelit drauflegen. Diese helle Farbe gibt ja auch einiges her. Aber da ist jetzt natürlich dann eure Kreativität gefragt. So, das ist Love It, Chop It. Das ist auch unser Thema in der aktuellen Catch the Sketch Mission, die heute online gegangen ist, für die ich dieses Video eigentlich gedreht habe. Und ich bin gespannt und freue mich, was ihr aus Love It, Chop It macht, wie euch Love It, Chop It gefällt. Hinterlasst gerne einen Kommentar unter diesem Video oder in den sozialen Medien oder, nee, auf meinem Blog kann man, glaube ich, im Moment gar nicht kommentieren. Ja, aber gern bei Facebook, auch gerne in unserer Catch the Sketch Gruppe, wie euch Love It, Chop It gefällt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Love It, Chop It und bis bald. Tschüss.